Das ist Hassan Firouzi. Seine Tochter ist 18 Tage alt, als er festgenommen wird. Er wurde zum Tode verurteilt, weil er demonstrierte. Schwer gefoltert kam er zeitweilig ins Krankenhaus und sendete eine Botschaft. Mein letzter Wunsch ist es, meine Tochter noch einmal zu sehen. Der Bundestagsabgeordnete Johann Wadepfuhl hat die politische Patenschaft für Hassan Firouzi übernommen und setzt sich für seine Freilassung ein. Dieses Regime hat jede Legalität und Legitimität im Volk verloren. Und jetzt versucht es, sich mit mittelalterlichen Methoden an der Macht zu halten. Das ist nicht akzeptabel. Und darauf mache ich aufmerksam. Und ich dränge auch darauf, dass Deutschland insgesamt mehr politische Konsequenzen zieht. 290 deutsche Abgeordnete haben inzwischen Patenschaften übernommen. Schreiben Briefe, appellieren, posten in den sozialen Netzwerken die Namen und Schicksale der Inhaftierten in Iran. Die Deutsch-Iranerin Daniela Seperi hat diese politischen Patenschaften mitorganisiert. Ein Name, der bekannt ist, ist ein Name, den das Regime nicht so schnell verschwinden lassen kann, ohne wirklich Konsequenzen fürchten zu müssen. Mohsen Shekari, der Erste, der hingerichtet worden ist, war ein Name, den niemand kannte. Abgeordnete aus dem Bundestag, aber auch aus Landtagen oder dem Europaparlament machen mit. Jeden Tag mehr. Eine der ersten war Yewan Ri. Sie setzt sich für den iranischen Rapper Toomaj Salehi ein. Bekannt für seine offene Kritik am Regime und im Iran ein Volksheld. Seit mehr als 70 Tagen ist er in Einzelhaft, angeklagt wegen Korruption auf Erden und Krieg gegen Gott. Auf beides steht die Todesstrafe. Ich habe dem Botschafter geschrieben, ich habe Annalena Baerbock als Außenministerin geschrieben und der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung habe auf sein Schicksal aufmerksam gemacht und gesagt, dass ich schon erwarte, dass Toomaj Salehi freikommt und falls er nicht freikommt, zumindest ein rechtmäßiges Verfahren bekommt. In Schauprozessen ohne Anwalt werden Demonstrierende in Iran abgeurteilt. Auch Mohammad Robadlu. Der 22-Jährige ist zum Tode verurteilt, er ist in Isolationshaft, könnte jeden Tag hingerichtet werden. Seine Mutter beteuert vor dem Gefängnis seine Unschuld. Tausende Kilometer entfernt versucht Bundestagsabgeordnete Clara Bünger, ihm zu helfen, auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Das Verfahren, was gegen ihn geführt wurde, wurde innerhalb eines Tages das Todesurteil gefällt. Und das macht eigentlich die Willkür des Regimes deutlich und auch wie unrechtmäßig diese Verfahren abgelaufen sind. Und trotzdem machen die Menschen in Iran weiter. Demonstrationen hier in der Stadt Sahedor. Und auch in Deutschland bleiben sie weiter laut. Der bekannte, jetzt inhaftierte Rapper Toomaj Salehi sagt in einem seiner Songs, Verbrechen sind im Totenwinkel unsichtbar. Und das gilt hier auch, Verbrechen sind im Totenwinkel unsichtbar. Wir müssen hinsehen, um Schlimmeres zu vermeiden. Das Video wie eine böse Vorahnung. Toomaj Salehi soll im Gefängnis so schwer gefoltert worden sein, dass er sein Augenlicht verlieren könnte. Doch seine Botschaft wird weiter gehört.